St. Anton. Die Perle am Arlberg liegt rund eine Fahrstunde von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck entfernt und hat sich hier auf rund 1300 Metern in die Tallandschaft eingebettet. Mit über 165 Quadratkilometern ist die Gemeinde St. Anton sogar größer als das Fürstentum Liechtenstein. Weltweiten Ruhm erhielt die Region durch den Wintersport. Hier liegt auch die Wiege des alpinen Skisports. Jetzt wird es Zeit, den Ort auch im Sommer und hierbei insbesondere künstlerisch und kulinarisch zu entdecken. Wie zum Beispiel die Trischtalpe auf fast 2000 Metern. Hier hat Senner Oliver Scherl sein Revier. Bereits um 6 Uhr morgens steht er in seiner dampfenden Sennerei und produziert mit Herzblut das Beste der Alpe, Käse. Ja, der Opa von mir, der ist schon 40 Jahre auf die Almen gewesen. Und der Onkel von mir über 30 Jahre. Und meine Mutter war als Kind da. Und dann kriegst du es irgendwie mit in die Wiege gelegt, dass du das irgendwie mal machst. Wir sind immer auf der Alm gewesen als Buben, als Kind und erwachsen da auf. Und nachher habe ich mich halt irgendwann mal gefragt, ob ich mit auf der Alm mache als Buben. Und dann bin ich das erste Mal gegangen mit 8 Jahren und seitdem nie mehr aufgehört. Seitdem verbringt Oliver gemeinsam mit seiner Mutter den kompletten Sommer auf der Alm und produziert unterschiedliche Käsesorten. Ja, wir produzieren da jedes Produkt, was wir haben, ist aus Rohmilch. Und das ist eigentlich schon was Schönes, wenn man sich denkt, als man Rohstoff, als wir Milch, ein Lebensmittel herzustellen. Und wir produzieren echt 3 Tonnen jeden Sommer. Und das, da kommen da wohl ein paar Leute zusammen, die das kaufen. Und das ist schon schön, dass nachher die Leute mit der Friede haben im Tal, dass man immer erzählt, der hat ein gutes Produkt. Und dann kommen die Leute und kaufen das. Und das schmeckt den Leuten. Das ist halt schon. Macht schon was, ja. Und der Rohstoff ist vom Feinsten. Ja, summa auf ist die Milchqualität. Also beim Melken im Stall, da müssen wir einfach so sauber wie möglich sein. Also, und die Kühe natürlich, die Gesundheit für die Kühe. Was sie zum Fressen kriegen, wie der Tageszustand für die Kuh ist. Wenn das Rohmilchprodukt nicht passt im Kessel, dann kann man eigentlich keine Wunder mehr wirken. Aber wenn man beim Melken sauber arbeitet, die Zellzahl super passt, die Keimzahl gewaltig ist, dann habe ich da eigentlich kein Problem. Und nachher, umso einfacher gibt es natürlich ein gutes Zeug. Zu viert bewirtschaften sie die Alm sowie die Sennerei. Ein Knochenjob, der sich am Ende jedoch lohnt. Ja, das Hauptprodukt, also den Oberinntal-Almkäse, den wir da produzieren, den lasse ich eigentlich immer gleich, weil er super ist zurzeit. Aber ich probiere immer wieder so kleine Fettkäse. So Variationen mit Pfeffer drin, mit Bärlauch drin, mal eine Walnuss drin. Das probiere ich schon mal aus, ja. Es kommt ganz gut an bei den Gästen und ist auch interessant, was man alles so im Käse machen kann. Die Milch wird zu 100% verarbeitet. Selbst die Molke findet auf der Alm ihre Abnehmer. Also ich nehme jetzt hier die Molke raus für die Schweine. Das ist eigentlich das Hauptnahrungsmittel von ihnen. Weil es wäre eigentlich nur Abfallprodukt sonst. Und so füttern wir da 5 Schweine durch im Sommer, dass wir im Herbst da eigentlich recht gutes Fleisch haben, aus eigener Produktion auch. Bei der Produktion ist Oliver gänzlich auf sich alleine gestellt. Jeder Handgriff muss sitzen, denn erhält der Käsebruch die notwendige Konsistenz und Härte, darf keine Zeit verloren werden. Fast im Sekundentakt werden die Formen gefüllt und mit Pressgewichten bedeckt. Hier wird das Wasser aus dem Käsebruch gedrückt, wodurch eine einheitliche Masse entsteht. Decken wir noch zu, dass die Milchsäurebakterien noch gut arbeiten. Doch damit ist die Arbeit nicht getan. Im Anschluss muss er die Leiber behandeln, um die Reifung zu fördern. Das ist unser Käsekeller. Da kommen dann die Käse nach dem Salzbad rein für ca. 4 Wochen. Da haben wir dann die Jungen, die Mittelreifen und da hinten dann die Alten. Und die werden täglich gewendet und gewaschen. Das ist da gegen die Schimmelbildung. Die bekommen einen schönen Weißschimmel drauf. Da tut überhaupt nichts. Dann kann man dann ganz normal mit der Feuchtenbürste abwaschen und dann kann man wieder aufs Blech legen. So lang, circa ja, 4 Wochen, wie gesagt, bis er dann auf die Brettli rauskommt. Und wo schmeckt der Käse besser als vor Ort auf der Trischtalpe? Alle Produkte werden direkt auf der Alm hergestellt, so auch die Butter und der Schinken. Viele Wanderer und Mountainbiker wissen die Alm als Jausenstation zu schätzen. Denn dass man den Käse direkt bei der Sennerei verzehren kann, ist selbst in St. Anton eine Seltenheit.
Wir verlassen die Tritschalpe oberhalb von St. Anton wieder und machen uns zu einer weiteren Alm auf. Jedoch stehen hier nicht Käseleiber, sondern vielmehr Stiere im Fokus. Die Alpe Gampernun oberhalb der Gemeinde Flirsch ist die Sommerpension für über 50 Stiere und in ihrer Form einzigartig. Ihr Wirt und Betreuer ist Franz Hiesel. Er ist der Stierflüsterer und kennt die Tücken seiner Gäste. Schöne Natur, das will man mehr, oder? Das Vieh kann man beobachten. Und ist einfach wunderbar. Also das eigentlich ist ja gar nicht langweilig. Bereits früh morgens macht Franz seine Beobachtungsrunden. Er muss die Tiere stets im Blick haben, denn sie können oft unberechenbar werden. Deshalb ist das Betreten der Alm auch verboten. Selbst Franz, der die Launen der Stiere und ihre Reaktionen genau kennt, nähert sich den tonnenschweren Kolossen mit Respekt und Achtung. Die Stiere kennen Franz, dennoch ist auch er stets auf der Hut und muss mit allem rechnen. Ja, bei der Hitze, da sind sie nicht gerade die Feinsten. Die werden aufgeheizt und nachher natürlich kann passieren, dass sie dann anfangen zu brüllen oder auf am losgehen. Also da ist am besten, wenn man nicht direkt in die Nähe geht. Sonst ist das, sind sie brav, sie liegen und kühlen sie sich auf dem Boden. Dank Franz kann diese Einrichtung beibehalten werden, da die Stiere ansonsten im Stall angekettet werden müssten, wodurch ihre Aggressivität steigt. Ja, das ist so, das sind 15 Gemeinden und die haben einen Obmann gesucht. Und da ist der alte Hirte noch, ist mir noch raufgegangen, drei Jahre. Und am dritten Jahr hat er sich den Fuß gebrochen und hat er nicht mehr hüten können. Und ich war ja immer schon dabei und habe das selber übernommen. Franz übernachtet auch in der kleinen Hirtenhütte, denn er möchte rund um die Uhr nahe bei den Stieren sein. Immer wieder kommt es zu Reibereien und auch Kämpfen und hier möchte Franz natürlich sehr schnell einschreiten. Nur der Sturzbach schützt ihn dabei vor den Tieren. Um 8 Uhr marschiert man los und geht nachher zu den Stieren, schaut, ob sie gesund sind. Und wenn sie gesund sind und alt, dann kommt man also um 11 Uhr, halb 12 Uhr zurück. Dann tut man ein Rasterl machen, trinkt einen Schnapserl und macht ein Rasterl. Und um 2 Uhr tut man Mittag kochen, dann Mittagessen. Danach macht man wieder abspielen und sauber machen. Dann macht man ein Rasterl und nach 5, 6 schaut man wieder, wo sie hinziehen, die Stiere. Und nachher weiß man in der Früh, wo man sie hernehmen muss. Inzwischen kommen die Stiere aus ganz Tirol in seine Obhut. Man weiß seine Arbeit zu schätzen, deswegen steigen auch die Anfragen der Bauern. Franz ist ein echtes Original. Wir verlassen die Wohngemeinschaft von Franz und seinen Rindern und werfen einen letzten Blick auf die Idylle rund um die Alpe Gampernun. Der Weg führt uns zurück ins Tal, nach Petnoi, zu einem weiteren echten Original. In einer kleinen Schmiede hat Walter Scherl sein Reich. Auch er ist mit den Kühen verbunden, denn dem Schellenschmied verdanken sie ihren läutenden Halsschmuck. Gelernt schlussendlich habe ich es bei uns im Betrieb von meinem Onkel und von meinem Vater und habe eben dann das Schellenmachen habe ich hier im Betrieb gelernt. Also mir macht das irrsinnig Spaß und das Endprodukt, der Klang, es ist dann doch eine individuelle Schelle, wenn sie natürlich von Maschinen gemacht wird, ist dann eine wie die andere und sie klingen dann auch alle gleich. Und bei uns hat man dann doch bei der gleichen Größe immer wieder verschiedene Töne, weil sie dann doch nicht alle ganz gleich sind. Wie in vielen Handwerksberufen ist auch Walter einer der letzten seiner Zunft. Umso begehrter sind auch seine Glocken, die nicht nur auf der Weide, sondern in großer Ausführung bei den traditionellen Almabtrieben zum Einsatz kommen. Seine Glocken sind praktisch unverwüstlich. Die ersten Exemplare bimmeln noch heute. Ja, im Groben müssen wir zuerst einmal das Material zuschneiden. Dann wird es gebogen. Die werden geformt, teilweise gehämmert
Dann werden in diesem Fall werden die Hälften dann zusammengenietet und dann geschweißt. Bei Walter kommt auch schweres Gerät zum Einsatz. Es wird gehämmert, gebogen, geschliffen und geschweißt. Es müssen viele Funken fliegen, bis die Glocke endlich am Halse baumeln kann. Für viele Landwirte in der Region ist es eine Ehre, eine echte Walterschelle den Kühen umhängen zu dürfen. Ein seltener und auch erhabener Moment. So langsam nimmt die Glocke Form und Gestalt an. Nur noch wenige Handgriffe und wir stehen vor dem ersten Geläut. Dann kommt der Bügel drauf, Bügel unten rein, damit man auch den Klöppel einhängen kann. Für jede Glocke benötigt Walter rund eine Stunde. Doch mit den Schweißarbeiten ist es bei weitem noch nicht getan. Jetzt kommen noch die Feinheiten. Und das Gesamte wird dann zum Schluss dann vermessingt, damit es am Schluss eine schöne Farbe hat und einen Oberflächenschutz. Und wenn das kontrolliert ist, ist die Schelle dann da. Am Ende wird die Glocke noch kraftvoll auf Hochglanz poliert und natürlich auch mit einem schönen Halsband schmuckvoll verziert. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, und damit man die fertige Schelle dann auch am Bier befestigen kann, dass sie die Kuh tragen kann, braucht man natürlich auch einen Lederriemen dazu. Und wie man sieht, für einen Almabtrieb wird das auch dann sehr schön gemacht. Schöne Schnalle, der Riemen wird dann auch verziert, gestickt und so klingt der Arlberg. Nur wenige Kilometer von Walter entfernt treffen wir auf außergewöhnliche, fast bizarr wirkende Kunstobjekte. Nackte, entschälte Bäume und Wurzeln wecken die Neugier. Faszinierend und rätselhaft zugleich. Ein Hauch von Gunther von Hagens Körperwelten weht durch den Arlberg. Tiroler Baumwelten, geschaffen von dem jungen Künstlerpaar Manfred Hellweger und Sandra Brugger aus Pettneu, gehen bei der Gestaltung ihrer einzigartigen Objekte völlig neue Wege. Ihre Methode, dem Baum ein fast neues, transparentes Gesicht und Bild zu geben, ist weltweit ein Novum. Sie interpretieren die Bildhauerei völlig neu. Wir haben uns dann eben überlegt, feste Rinde, sie sind so quasi unverletzlich. Und wir haben da versucht, ins Innere zu schauen, was verbirgt sich unter dieser Rinde, unter dieser Hülle. Und haben die dann freigelegt und eigentlich das Sensible, das Verletzliche freizulegen von dem Baum. Und uns erinnert es sehr stark eben an die menschliche Haut. Es sieht nicht nur so aus, es fühlt sich auch wie Haut an. Ein beeindruckendes Phänomen. Wir versuchen in dieser Arbeit die natürlichen Formen zu erhalten, das Knorrige, das Verwachsene und haben dann schlussendlich nur mit dem Hochdruckreiniger die Rinde entfernt und dann eben den Baum quasi nackt dargestellt. Nicht nur Kunstexperten staunen, auch Biologen und Naturliebhaber wird ein neuer Blick eröffnet. Also die Technik da mit dem Hochdruckreiniger, die funktioniert dann nicht bei allen Holzarten, weil da könnte sein, dass man die Struktur zerstört. Wie wir da hinten sehen, da haben wir halt in dieser Methode gearbeitet, weil es sind sehr viele Verwindungen und da wäre es extrem aufwendig, wenn man jetzt da anfangen würde, mit dem Schnitzeisen das alles zu entfernen. Und wie gesagt, bei diesem harten Holz zerstört man die Struktur und die Oberfläche sehr wenig. Sie haben im Vorfeld verschiedene Techniken und Hilfsmittel probiert, bis Sie schließlich auch zum Spaß den Hochdruckreiniger getestet haben. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ja, bei uns war es auch ziemlich interessant, wie wir da mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet haben. Weil vorher ist ja eigentlich nur die Rinde drauf gewesen. Und wie die Rinde dann weggekommen ist, wie der Baum eigentlich drunter ausgeschaut hat, da sind dann die Falten so richtig zur Geltung gekommen. Also
es sind ja Falten, es schaut aus wie Haut. Und da sieht man auch richtig das Alter von den Bäumen. So werden dem Baum auch menschliche Züge verliehen. Die Bäume mussten für den Ausbau einer Straße gefällt werden. Durch das Engagement der beiden wurden sie nicht zu Brennholz zerhackt, sondern zu körperschönen Statuen modelliert. Ein weiterer Holzveredeler hat sein Refugium nicht weit entfernt. Hier fallen jeden Tag reichlich Späne, um aus einem rohen Baumstamm filigrane und formschöne Accessoires, Tische und Kommoden zu schreinern. Christoph Schneider ist hier der Meister an der Säge. Auch er geht bei seiner Arbeit völlig neue Wege und sägt seine eigene, unverwechselbare Handschrift in das Holz. Er will den Kern, die Natur und das Wesen des Baumes mit seinen Stärken und Schwächen bewahren. Mein Hauptziel ist das, die Naturstruktur vom Holz zu erhalten. Ich schaue mir vor, den Baum richtig von oben bis unten an. Was kann ich daraus machen? Es ist jedes Stück, jede Schüssel, jedes Holz und jedes Material, jedes Werkstück von mir ein Unikat. Ist es so, ich lasse auf Deutsch gesagt das Holz für mich arbeiten. Für ihn hat jeder Baum einen eigenen Charakter, eine Persönlichkeit, ein wildes, knorriges Antlitz. Er liest und analysiert das Holz, bevor es bearbeitet wird. In vielen Berufen hat man die Möglichkeit, wenn man einen Fehler gemacht hat beim Arbeiten, dass man diesen Fehler behebt. Bei den Naturprodukten, mit denen was ich arbeite, ist es zu 99% so, wenn ich es verschneide, ist es Brennholz. Das ist das Risiko in meiner Arbeit. Aber dieses Risiko geht er jeden Tag aufs Neue ein. Und jeden Tag lernt er vom Holz dazu. Nicht der Meister geht hier in der Kunst auf. Nein, das Holz selbst ist bereits Kunst und muss nur noch durch ihn zur Entfaltung gebracht werden. Für mich ist es oft auch eine Überraschung, welche Struktur beim Holz gegeben ist. So wie bei diesem Stück jetzt. Das hat man vorhin nicht gesehen. Aber Christoph bearbeitet nicht nur die kleinen Werkstücke, er studiert auch die großen Prachtexemplare mit Seltenheitswert. Auf dieses Stück Holz hier bin ich persönlich sehr stolz. Dieser Baum ist schätzung mal aus dem 5. Jahrhundert. Das ist eine Eibe. Eibe in dem Sinn gibt es in dieser Form nur mal ganz, ganz, ganz wenig auf der Welt. Und das hier ist ungefähr die viert-fünft-letzte in dieser Dimension, mit diesem Alter. Und da bin ich persönlich natürlich sehr stolz drauf, dass ich die Ehre habe, das in meiner Werkstatt zu haben. Wohl mit Gottes Segen wurde der über 1500 Jahre alte Baum in einem Klostergarten gefällt und liegt nun zur Reanimation bei Christoph auf dem Bock. Die Form von diesem Baum hier, von dieser Eibe, ist für mich jetzt persönlich, wo ich sage, es wird ein sensationeller Tisch draus. Und da ist bei mir natürlich so, dass ich sagen muss, den Baum so wenig wie möglich zu behandeln, so viel drauf zu lassen, was noch geht. Die ganzen Löcher hier werden ausgegossen mit Kunstharz. Das schaut nachher aus wie eine Glasplatte, was eingesetzt ist. So bekommt der uralte Klosterbaum dank Christoph ein zweites Leben in einer neuen Funktion, vielleicht für die Ewigkeit. Es bleibt klösterlich, denn auf der Zen-Hütte bedient man sich aus dem jahrhundertealten Wissen der Mönche. Hier im Kräutergarten von Tanja Zen lebt der Geist und die Energie von St. Anton. Mit Hingabe hegt und pflegt sie die Kräuterkolonie. Bei uns hier findet man viele verschiedene Pflanzen. Ein Großteil davon wächst wild. Manche haben wir selber gepflanzt. Man braucht gar nicht weit gehen und schon hat man gesunde Kräuter. Wie zum Beispiel den Thymian, den gibt es aber auch wild. Hinter der Hütte wächst er auch, ist sehr gesund. Das Interesse und die Nachfrage steigen. Immer mehr Menschen legen auf bewusste und natürliche Kost Wert. Insofern liegt ihr Engagement absolut im Trend. Hier sehen wir die Stockrose, das ist die Wächterin und Behüterin des Bauerngartens. Zu jedem Kraut und jeder Heilpflanze kennt sie eine Geschichte und Anekdote. Und jetzt wird gebacken. Wir haben jetzt einige Kräuter aus dem Garten geholt, darunter unsere Stockrose, die werden wir jetzt schön schneiden und in die Pizza reingeben. Die wohl gesündeste Pizza weltweit und alles direkt frisch aus dem Garten. Übrigens auch ein schmackhafter Happen für Veganer. Also auch bei uns gibt es am Arlberg Kräuterpesto, Kräutertee
Und wir haben uns überlegt, wir machen was ganz Besonderes. Das ist Sens Kräuterpizza, das ist was Gesundes. Mögen die Kinder gern, auch die Erwachsenen. Und da sind nur gute, gesunde Nährstoffe drinnen. Auch ohne alles Kalorienreiche haben wir das gemacht. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie wir das machen. Hierzu nimmt sie klassisches Pizzamehl und knetet einen typischen Hefeteig an, der jedoch vor dem Ausrollen noch in ein Wasserbad zum Ruhen gelegt wird. Das ist ein kleines Geheimnis aus Tanjas gesunder Pizzawelt. Also bei uns ist das Motto sensationell und deshalb haben wir auch eine eigene Art, den Teig, das Dampfel vorzubereiten auf das Backen. Wir geben das in lauwarmes Wasser und wenn es fertig ist, steigt es nach oben und wie Zauberei können wir es dann nehmen. Tanja ist mit ihren Ideen absoluter Kulinarik-Pionier in St. Anton. So, kommt da rein und jetzt wird es zum Teig verarbeitet. Mit Zauberhand wird noch einmal der Teig im Mehl geknetet und schließlich ausgerollt. Tanja verwendet als Grundlage keine Tomatensauce, sondern selbstgemachten Magerquark. Das verleiht der Pizza mit den Kräutern einen frischen, sommerlichen Geschmack. Und weil wir es ja ganz gesund machen wollen, streuen wir oben noch Brennnesselsamen drüber. Bei der Gestaltung der Arlberg-Pizza sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alles, was im Garten wächst, kann auch belegt werden und wird in den hauseigenen Pizzaofen geschoben. Jetzt schießen wir gleich die Pizza rein, so nennt man das, ein Fachausdruck. Und jetzt heißt es erstmal warten und die Landschaft rund um die Sennhütte genießen. Sie zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Sommer und zu den begehrtesten Anlaufstationen im Winter. Erlebt man die Wirtin in ihrem Element, weiß man auch warum. Sie ist die Seele des Hauses und inspiriert mit immer neuen Ideen und das zu jeder Jahreszeit. Unsere Kräuterpizza ist jetzt fertig. Und das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch so und ist obendrein noch bekömmlich und gesund. Bei uns bieten wir das einmal in der Woche an. Da kann jeder Gast das mitnehmen, kann das Brot mitnehmen, die Pizza und natürlich bekommt er auch das Rezept dazu, weil wir wollen ja kein Geheimnis draus machen. Wir sind froh, wenn sich unsere Gäste, die Besucher, auch zu Hause gesund ernähren. Und der Mann tischt gleich weitere Leckereien aus dem Hause Senn auf. Das ist Kräuterrisotto und hier haben wir die Wildkräuterknödel. Doing crazy dreaming.
gehalten werden. St. Anton war auch Schauplatz und Motiv zahlreicher Kinofilme und mit ihnen kam auch die Prominenz in den heute so berühmten Ort. Und er ist einer der Pioniere, Skilehrerlegende Ferdl Nöbel. Er kennt den Arlberg und seine Geschichten wie kein anderer. Ich habe ja meine Skilehrerprüfung 1963 in St. Christus im Spundesportheim abgelegt, bin staatlich geprüfter Skilehrer, Skiführer und Bergwanderführer. In den 60er Jahren ist man Ski gelaufen, man hat sich dann erholt, man saß in der Sonne, man hat schön Mittag gegessen, man hat sich vergnügt, am Nachmittag ging man dann zum 5 Uhr-Tee. Das ist heute alles nicht mehr so. Das war die goldenen Zeiten, würde ich mal von mir aus sagen, die 60er Jahre. Früher verbrachten die Gäste oft mehrere Wochen im Ort. Heute kommen sie genauso gerne, wenn auch nur für ein Wochenende. Früher mussten wir auf der Anfängerwiese, die da hinten hinter dem Skimuseum ist, da haben wir müssen jeden Tag 2 Stunden am Vormittag am Hang üben. Da gab es keine Bahnen. Hinauf, hinunter, Übungen, wieder zu Fuß hinauf, wieder mit den Ski hinunter. Und so hat eigentlich der Gast richtig Skilaufen gelernt. Ich glaube, St. Anton als Skiort war einer der bekanntesten in der Welt. Und er ist es bis heute und zählt zu den renommiertesten und sportlich attraktivsten. Die perfekte Bahnanbindung sowie der Ausbau des Arlbergtunnels tragen dazu bei. Und nicht zuletzt die Pioniere des Skisports und insbesondere der Skitechnik. Durch den Professor Kruckenhauser und Professor Hoppichler und durch die internationalen Skikongresse, die wir ja früher hatten, dieser Sport in alle Welt hinausgetragen wurde, weil wir diesen Sport so beherrschten, dass uns das Ausland gebeten hat, ihnen zu helfen, in ihrem Land diesen Sport, der Hannes Schneider diese Frühzeit in die Welt hinausgetragen haben, hat, dann auch uns gebeten hat, bitte schickt uns österreichische hochqualifizierte Skilehrer. Und er war einer von ihnen, der in die USA eingeladen wurde, um dort den Skisport auch bei den Prominenten populär zu machen. Als ich dann mich entschieden habe, nach San Valley zu gehen, in diesen weltbekannten Wintersportplatz der ganzen Filmschauspieler, habe ich dann dort einen sehr bekannten Mann kennengelernt. Das ist Ray Stark, der Brain hinter Columbia Pictures. Durch diesen Mann lernte ich die Barbara Streisand kennen. Das ist die Barbara Streisand, mit der ich in San Valley dann Ski gefahren bin. Es war eine komplette Anfängerin, aber sie war auch nicht der Typ, der es sehr leicht erlernen konnte. Sie war nie eine große Skiläuferin. Sie kam so im mittleren Gelände, konnte sie sehr gut Skilaufen. Das war eigentlich alles. Aber sie war ein wunderbarer Mensch, mit der ich heute noch Kontakt habe. Dann lernte ich durch den Ray Stark, den Movie Producer, auch Kirk Douglas kennen, mit dem ich auch Ski gelaufen bin. Nicht sehr lange, aber auch durch den Skilauf eine große Freundschaft aufgebaut habe. Frank Sinatra, den lernte ich kennen durch den Ray Stark. Bei verschiedenen Veranstaltungen in Los Angeles. Ich war 3-mal dabei bei der Oscar Award Giving, wo ich mit den Movie Stars auf dem roten Teppich hinaufmarschiert bin. Vom Skidorf St. Anton nach Hollywood. Ferdl hat es erlebt. Ohne St. Anton hätte das nie funktioniert. Gar nie. St. Anton ist auch im 21. Jahrhundert stets seiner Zeit voraus. Und ein Begriff für modernen Alpinismus, ökologischer Vernunft, einer herzlichen Gastfreundschaft und natürlich für ein bewegendes und bleibendes Naturerlebnis im Sommer wie auch im Winter. St. Anton am Arlberg bewegt und belebt. Der Arlberg zählt weltweit zu den attraktivsten Wintersportorten und ist mit Auto und Bahn leicht erreichbar. Gerade sportlich ambitionierte Skifahrer und Snowboarder schätzen die anspruchsvollen Pisten
und Freeride-Hänge. St. Anton ist nicht nur die Wiege, sondern auch der Inbegriff des alpinen Sports. 350 Pistenkilometer, die mit 97 Bahnen vernetzt sind, unterstreichen noch einmal, dass hier in der Champions League die Berge hinabgewedelt wird. Zudem ist der Ort auch Austragungsort von Weltcup-Skirennen. Hier trifft sich dann die Crème de la Crème der internationalen Spitzenläufer. Faszinierende Momente am Arlberg. Doch nicht nur Pisten und Bahnen erfüllen alle Erwartungen. Auch das kulinarische Programm zeigt sich vielfältig, von deftig bis herzhaft leicht. So schmeckt St. Anton und der Arlberg. Wer echte Cuisine am Gaumen spüren möchte, ist hier an der Bergstation der Galzigbahn genau richtig. In der Verwallstube auf über 2000 Metern können die Skifreunde des guten Geschmacks wahrlich fürstlich speisen. Vor allem die Fischkreationen, aber auch Lobster und Garnelen sind legendär und weit über die Berggipfel hinaus bekannt. Heute brutzeln und köcheln Jakobs- und Miesmuscheln gemeinsam mit einer erlesenen Auswahl an Meeresfrüchten. Das Ganze wird dann in einem herzhaften Sud angerichtet und serviert. Anspruchsvolle Skifahrer erwarten eben auch mal eine gehobene und anspruchsvolle Küche. Das Skigebiet für Genießer. Neben der Verwallstube und dem Galzig-Restaurant locken auch noch über 30 weitere Hütten und Restaurants im gesamten Skigebiet mit Tiroler Schmankerln, aber auch internationalen Speisen. Und am Ende eines jeden Skitages warten die legendären Après-Ski-Bars im Ort. Unser feines Menü ist fertig angerichtet und wird nun natürlich von ausgesuchten Spitzenweinen begleitet. Wer hier im feinen und gediegenen Ambiente seinen Einkehrschwung kulinarisch krönen möchte, sollte unbedingt reservieren. Selbst an Wochentagen ist die Verwallstube der Anziehungspunkt für Feinschmecker. Der Chefkoch von der Verwallstube ist ganz in seinem Element. Einmal auf Hochtouren ist der Mann für den guten Geschmack kaum noch zu bremsen. Jetzt wird die Nachspeise in Form und Schönheit gebracht. Und für die vielfältigen Mehlspeisen sind ja die Österreicher und insbesondere die Tiroler mehr als bekannt. Man denke nur an die unzähligen süßen Knödelvarianten. Über 50 verschiedene Dessertrezepte hat der Chefkoch im Kopf, stets bereit, den Gaumen am Ende eines Festmahles zu versüßen. Der Großteil der Produkte wird übrigens in der heimischen Region geerntet und hier zubereitet. Ein wahres Feinschmeckerparadies. Dass in der Verwallstube auch das Auge mit ist, sieht man spätestens bei diesem Bild. Man ist am Arlberg stets hin und her gerissen, noch sitzen bleiben und einen weiteren Gang genießen oder hinaus auf die Pisten und hier den Genuss auf den Brettern spüren. Eine schwere Entscheidung, die aber in jedem Fall richtig sein wird. St. Anton wäre nicht der König des Skisports, wenn es neben bestens präparierten Pisten auch attraktive Freeride-Hänge gibt. Diese Naturabfahrten werden bewusst nicht mit der Raupe bearbeitet. Die Rider-Szene wächst von Jahr zu Jahr und findet gerade am Arlberg ein Dorado für Tiefschneeabfahrten. Ein Grund, warum man speziell für diese Fahrer entsprechende Wegweiser eingerichtet hat. Ja, in St. Anton gibt es ja hauptsächlich drei Freeride-Startpunkte. Das ist einmal der Galzig, einmal der Kapall und einmal hier da am Rändl. Und überall gibt es jetzt diese Checkpoints, wo man ganz einfach an die wichtigsten Freeride-Infos, die man täglich braucht, kommt. Freeride, gewiss die Königsdisziplin des alpinen Sports. Nirgendwo spürt man die Natur und ihre Elemente dichter und intensiver. Das ist die Freiheit am Arlberg. Oberhalb von St. Anton liegt der Ort St. Christoph, gleichzeitig auch die Grenze zum Bundesland Vorarlberg. In einem ehemaligen Kloster und Hospiz trifft man heute auf außergewöhnliche Kunst und Kulinarik. In einer großen und architektonisch beeindruckenden Kunsthalle hat man verschiedene Künstler und deren Exponate attraktiv in Szene gesetzt. Florian Werner ist der Initiator und will insbesondere jungen Künstlern aus Österreich ein Forum geben.
Jetzt werde ich oft gefragt, wieso in St. Christoph eine Kunsthalle oder einen Ausstellungsbereich, und die Idee geht zurück auf das Jahr 2006, weil da meine Schwester geheiratet hat und wir nicht gewusst haben, was ihr schenken. Und dann haben wir gesagt, malen wir etwas, und das war so der Anfang von der Kunst, und der Rest war eigentlich nur ein Aneinanderreihen an Zufällen und Möglichkeiten, und es gibt da eigentlich keinen geschichtlichen Hintergrund, sondern es ist echt viel Zufall, der passiert ist, und so entstand eine Kunsthalle. Ein Ort der Sinne. Nicht nur die Lust am Skisport und gutem Essen, sondern auch Feinsinniges und Tiefgründiges wird hier in das Urlaubserlebnis Arlberg eingewoben. Viele denken jetzt nicht im ersten Moment an ein Kulturzentrum auf 1800 Meter Höhe. Das ist ja nicht jetzt so gängig. Und das war, glaube ich, mein Glück war, dass ich halt daran gedacht habe, dass man das doch machen könnte, und ich die Leidenschaft dazu hatte und die Möglichkeiten dazu hatte, das zu realisieren. Neben der Kunsthalle hat Florian Werner auch noch einen hochmodernen Konzertsaal bauen lassen. Hier wird zum einen klassische Musik dirigiert, aber auch Rock und Pop zum Besten gegeben. Ein Highlight war gewiss der Auftritt von Musiklegende Chris de Burgh. Von der Kunst zur Kulinarik, auch die wird im geschichtsträchtigen Haus, dessen Mauern seit 1386 stehen, ganz groß geschrieben. Von der einfachen Herberge der Bruderschaft bis zum Luxushotel heute. Am Grundgedanken, Menschen zu dienen, hat sich nichts geändert. Heute gibt's ein Rehrücken im Schwarzbrotmantel mit Topinambur und Schwarzwurzel. Fast alle Produkte, wie zum Beispiel das Wild, kommen direkt aus der Region. So bemüht man sich, auch saisonal zu kochen, um auch hier einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Mein Chef ist Jäger, der Florian Werner. Der jagt da unten bei uns im Vorwaldtal. Und somit haben wir natürlich immer frisches Wild. Aber nicht nur Reh, sondern auch vom Steinbock angefangen über Murmeltier, einmal ein Hirsch, wenn er zum Abschuss frei ist. Die werden dann im Ganzen geliefert bei uns, und wir zerteilen sie so, wie wir sie brauchen. Und das ist natürlich ein sauberer Luxus, was wir da haben bei uns oben. Luxus, der nicht nur gut aussieht, sondern auch hervorragend schmeckt. Vom herzhaften Wild bis zur süßen Verlockung mit den Salzburger Nockerln. So schmeckt St. Christoph. Der Arlberg sieht sich natürlich auch als Reiseziel für Familien mit Kindern. Abseits der Pisten findet man gerade im herrlichen Verwalltal traumhafte Wege für eine ausgedehnte Winterwanderung. Ein Weg der Sinne in der gesunden, frischen Bergluft. Die andere, romantische und stille Seite des sonst so turbulenten Skiorts. Über 100 Kilometer Wanderwege und auch Pfade für erlebnisreiche Schneeschuhwanderungen ziehen sich durch die Landschaft und die komplette Talschaft. Angefangen von Fliersch über Pettneu bis nach St. Anton und St. Christoph. Und auch das darf in einem erlebnisreichen Winterurlaub nicht fehlen. Eine amüsante Rodelpartie. Die Naturrodelbahn Gempenplateau führt über 4300 Meter hinab ins Tal. Dabei werden über 500 Höhenmeter zurückgelegt. Ausgangspunkt ist die Nasse Rheinbahn. Hier können übrigens auch Rodel ausgeliehen werden. Die mit einem Gütesiegel ausgezeichnete Bahn kann täglich von 12 bis 17 Uhr befahren werden. Ein besonderes Highlight ist sicher das Nachtrodeln bei Flutlicht. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19.30 Uhr. St. Anton am Arlberg zeigt sich aber nicht nur sportlich, aktiv und temporeich, sondern gerade in der Advents- und Weihnachtszeit sehr romantisch, idyllisch und lauschig. Das ganze Dorf hilft zusammen, um an den Adventswochenenden der Bergwelt einen gewissen Zauber zu verleihen. Den Kindern ist es zu danken, dass der dann auch seine Wirkung in den Gesichtern der Besucher zeigt. Zu weihnachtlichen Flötenklängen wird Glühwein und allerlei andere Leckereien gereicht. Jesus kommt, auf in euer Haus, Jesus kommt,
Es sind die stillen und kleinen Momente, die diesen Weihnachtsmarkt so groß machen. So auch der Geschichten- und Märchenerzähler, der in einer kleinen Hütte die Zuhörer zum Staunen, Schmunzeln und Grübeln bringt. Also ein Weihnachtsgedicht für das Hansesaal vorlesen. Es weihnachtet. Wenn's dunkelt schon am Nachmittag und beim Aufstehen morgens noch nicht hell sein mag, nachher ist Weihnachten nummer weit. Wenn man vom Unterricht heimisch käme, hat man können einen ganz eigenartigen Geruch vernehmen. Heint die Engel im Himmel sicher wieder Guzle pachen und haben vergessen, die Himmelstier zu machen. St. Anton am Arlberg. Immer eine Facette reicher. Im Sommer wie im Winter.